Klaus, die Kamera läuft. Ja, ich auch, ich komme. So, da bin ich. Wenn ich so weitermache, bin ich bald ein Magermodel. Was wollte ich euch erzählen? Ach so, hier hängen jetzt die Zwiebeln und der Knobi zum Trocknen. Was heißt das? Da ist ein Beet frei geworden und da ist jetzt was Neues raufgekommen und das zeige ich euch jetzt. Tja, da sind wir nun bei unserem Zwiebelbeet hier oder ehemaligen Zwiebelbeet. Hier hatten wir mehrere Zwiebelsorten drin, so eine gelben, so eine weißen, rote und Knoblauch. Dazwischen hatten wir Wurzelpetersilie, davon ist überhaupt nichts geworden. Also eine Reihe war Wurzelpetersilie, nichts geworden, absolut nicht. Eine ist aufgegangen, naja, ist eben so. Dann hatten wir dazwischen Pastinaken, da haben wir eine von übrig, also die anderen sind auch nichts geworden. So, dann hatten wir noch Möhren, naja, hier sind ein paar was geworden, da sind ein paar was geworden, die lassen wir noch ein bisschen stehen, genau wie die Pastinake. So, und nun haben wir das Beet hier sauber gemacht und da drinnen haben wir jetzt unseren vorgezogenen Rosenkohl. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Pflanzen drinnen, sollte eigentlich genügen. Vielleicht auch ein bisschen eng, aber das hatten wir letztes Jahr auch ein bisschen eng. Alles gar nicht so wild, hat auch geklappt. Hier in der Mitte, da haben wir ein bisschen Stangensellerie gepflanzt, den haben wir auch vorgezogen. Der soll sich ganz gut mit dem Rosenkohl vertragen. Versuchen wir es mal. Und hier am Ende des Beetes, unser totgeglaubtes Feigenbäumchen, entwickelt sich auch sehr gut. Hat wieder richtig schön viele Blätter. Da haben wir richtig viel Hoffnung, dass der jetzt weiter überlebt. Außerdem haben wir hier noch ein paar Ringelblumen gepflanzt. Einfach für die Optik. Fertig, aus. Zwischendrin haben wir noch ein bisschen rote Beete. So ganz, das sind noch ganz winzig kleine Pflänzchen. Überall mal zwischen haben wir auch vorgezogen. Die sollen das Umpflanzen wohl nicht so gut vertragen, aber bis jetzt stehen sie ganz gut. In ein paar Tage haben wir das ja schon. Gucken wir uns das mal an. Eine Sache stört hier an dem Beet, das trocknet viel zu schnell aus. Wir haben letzte Woche wirklich nur Sonnenschein gehabt, absolute Wärme hat wohl jeder in Deutschland gehabt. Und man kommt mit dem Gießen kaum hinterher, also brauchen wir Mulch, ergo ich muss Rasenmähen. Wir wurden von einigen Herstellern jetzt schon angeschrieben, das ehrt uns ja natürlich auch. Wir wurden angeschrieben, dass wir Produkte geschenkt kriegen sollen, zum Beispiel so ein Tiervertreibungszeug irgendwas oder so ein Schlauch oder weiß der Himmel was alles. Wie gesagt, das ehrt uns und wir finden das irgendwie auch gut, aber das ist nichts für uns. Wir machen YouTube-Videos aus Spaß und wir wollen da nicht irgendwelche Produkte vorstellen oder gut oder schlecht oder wie beurteilen. Das ist einfach nicht unsere Welt. Wie gesagt, wir machen das hier aus Spaß. Wir hätten dann zwar vielleicht was irgendwelche Sachen, die wir verlosen könnten an unsere Abonnenten, aber wie gesagt, das ist nicht unsere Welt. Manche YouTuber machen das, ist auch völlig in Ordnung, können sie auch machen. Für uns ist das aber nichts. Also, liebe Hersteller, bei uns beißt sie auf Granit. Bei unserem kleinen Freund hier haben wir deswegen auch alles, was auf den Hersteller hinweisen könnte, abgeklebt bzw. hier übergemalt. So kann man das nicht sehen. Das soll auch kein Produktplacement sein. Das ist einfach nur, wir wollen einfach mal nur zeigen, was ein Akkumäher kann und was er nicht kann. Ganz einfach. Allgemein Akkumäher, ob nun billig, teuer oder sonst was. Das ist jetzt ein Billiggerät. Ganz simpel. Keine große Schnickschnacktechnik dran oder irgendwie was, sondern einfach nur ein 32 cm Schnittbräute. Der läuft mit 36 Volt. Und naja, mit dem arbeiten wir schon seit über einem Jahr. Unser Kumpel hier, der wird mit zwei Akkus betrieben, jeweils 18 Volt, kommen wir also auf insgesamt 36 Volt. Ausgeliefert wird er in der Regel mit 1,5 oder 2 Amperestunden Akkus. Ich habe zusätzlich hier noch 4 Amperestunden Akkus gekauft, so haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Die Akkus haben hier noch eine Anzeige, ob sie voll geladen sind, das heißt drei rot leuchtende Punkte. Ich weiß nicht, ob man das bei dem Sonnenlicht jetzt sieht, heißt sie sind voll geladen, also kann losgehen. Die werden jetzt hier in den Akkuschacht einfach reingeschoben. Bis sie einrasten, eins und noch eins. So, hier ist der Sicherheitsschlüssel. Den sollte man eigentlich immer rausziehen, wenn man Kinder hat, wenn man oder dran rumbastelt, wie auch immer. Auf jeden Fall immer die Akkus raus, wenn man dran rumbastelt, am Messer oder sonst was, sonst sind die Finger ab. So, Klappe zu, los geht das. Ich fange jetzt mal auf dieser Fläche hier an, aber erstmal schreite ich die einmal ab, damit wir wissen, wie groß das hier überhaupt ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Die eine Richtung waren ja 22 Meter, jetzt nehmen wir die andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
Das waren jetzt nochmal 10 Meter, kommen wir auf ungefähr 200 Quadratmeter auf diesem Teilstück hier. Das mähe ich jetzt mal runter und dann gucken wir mal, wie lange der Akku durchhält. Ich gucke für euch genau auf die Uhr, damit ihr wisst, wie lange diese Dinger wirklich laufen. Bis jetzt lief er 7 Minuten. Die erste Mulchgeschichte haben wir zusammen. Einmal ist der Sack hier voll. Also, ab aufs Beet damit. Einfach merken, 7 Minuten, weiter geht's. Und nochmal 7 Minuten ungefähr. Das waren jetzt nochmal 4 Minuten, jetzt ist das Stück fertig erstmal. Das waren jetzt nochmal 5 Minuten. Das Stück hinter mir, das sind ungefähr 40 Quadratmeter. Legen wir mal los. Das waren jetzt nochmal ungefähr 8 Minuten. Das dürfte jetzt reichen, was ich hier an Rasenschnitt habe. Also insgesamt lief der Mäher jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, alles zusammengezählt habe, 31 Minuten. Noch ist er nicht am Ende. Das geht gleich noch weiter. Hier haben wir noch ein Beet zu mulchen. Das zeige ich euch jetzt gleich. In diesem Beet hier, da hatten wir die dicken Bohnen drin. Ein Teil ist abgeerntet. Als Folgekultur oder Nachkultur, oder wie man das auch immer nennt, haben wir jetzt Brokkolipflanzen drin. Die haben wir auch vorgezogen. Ein Teil steht da noch. Das wird noch eine Reihe. Außerdem haben wir hier nochmal Ringelblumen rundherum gepflanzt und in der Mitte, da habe ich nochmal, wie heißen die Dinger, rote Beete ausgesät. Die rote Beete, die soll auch im Halbschatten ganz gut zurechtkommen, deswegen ist das wohl nicht so schlimm, wenn die vom Brokkoli ein bisschen überwuchert wird. Gucken wir uns mal an, versuchen wir mal. Die dicken Bohnen, die Pflanzen, die habe ich klein geschnitten und die können jetzt sehr gut als Mulchmaterial schon mal dienen und das kommt jetzt hier schon mal überall rüber. Ich vermute mal, dass die auch ein Stickstofflieferant sind, dass sie in der Pflanze ziemlich viel Stickstoff gebunden haben und deswegen ist das vielleicht auch noch ein zusätzlicher Dünger. Gucken wir mal. Das verteilen wir hier schon mal überall. Ich versuche nur die Reihe mit der roten Beete freizulassen, damit die nicht am Keim behindert ist. Ansonsten kommt hier schon mal das Zeug fein verteilt ein bisschen rüber. Fertig aus. Und wie man sieht, als Mulchmaterial reicht das noch nicht, also muss ich nochmal Rasen mähen. Das waren jetzt nochmal so ungefähr 7 Minuten. Das Stück ist noch nicht ganz fertig. Jetzt hört sich der Mäher auch schon deutlich schlapper an. Allzu lange wird es nicht mehr dauern, dann wird er ausgehen. Also so eine Mulchschicht, das ist schon eine richtig geile Sache.
Das unterdrückt unwahrscheinlich den Unkrautwuchs und hält den Boden feucht. Der Boden wird besser. Wir haben ja schon so gute Erfahrungen gemacht, dass der Boden sich stetig verbessert, wenn wir das mit Rasenschnitt mulchen. Das ist schon eine richtig feine Sache. Was den Rasenmäher angeht, da sollte sich wirklich jeder sich mal selbst überlegen, ist das für mich was oder nicht. Wenn man jetzt gerade sowieso vor der Entscheidung steht, ob man Akkumäher oder Motormäher haben will, entscheidet das selbst, weil ihr habt gesehen, so schlecht ist so ein Ding, ne? Ich finde es ganz geil. Unser Motormäher, der steht eigentlich nur noch im Schuppen. Nur noch, wenn das Gras mal zu hoch wird, dann holen wir den Motormäher mal raus für die harten Fälle. Ansonsten hier wird nur noch mit dem Akkumäher gemäht. Der ist leise, der ist leicht, schnell startbereit, braucht kaum Pflege, also kein Ölwechsel, den ganzen Zirkus, das fällt alles weg. Ich finde es geil, ich mache das fast nur noch damit. Herrlich. Ich habe sogar Sonntag schon gemäht, hat hier auch keiner gequackt, weil das Ding so leise war, hat keine Sau gehört. Voll geil. So, hinter mir stehen noch ein paar Zuckererbsen, die will ich jetzt noch abernten, dann gebe ich es ab nach Hause und dann wird damit schön Essen gemacht. Und in diesem Sinne sage ich, haut rein, bis zum nächsten Mal.